Hallo. 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 Guten Morgen, Herr Frank. Clara und Celia betreten das Patientenzimmer. Auch wenn die Herren Frank und Zimmermann nicht real sind, müssen die beiden angehenden Krankenpflegerinnen so mit ihnen umgehen, als wären sie es. Ich bin übrigens Celia, ich bin Krankenpflegerin und meine Kollegin ist Clara, die kommt jetzt gleich auch sofort. Die guckt nur nach dem Zimmernachbarn, okay? Aber Moment! Bevor es nämlich zum Patienten ging, gab es noch eine Einführung. Zusammen mit ihren Mitstudenten wurde den beiden ein Szenario erklärt. Herr Frank liegt beispielsweise mit einer Lungenentzündung auf Station, während Herr Zimmermann morgen schon entlassen werden soll. Zurück aber ins Patientenzimmer. Clara und Celia konzentrieren sich auf Herrn Frank. Der Patient, eine hochmoderne Puppe, die die Augen öffnet, den Brustkorb hebt und an Geräte angeschlossen ist und eben auch redet. Und dann wird erstmal weitergeschaut, ne? Wir müssen ja gucken, dass es ihnen auch besser geht, bis sie dann entlassen werden. Ah ja, okay. An das Patientenzimmer angeschlossen sitzen zwei ihrer Dozenten und steuern die Puppe. David Braun übernimmt die Stimme und redet mit den angehenden Pflegerinnen. Seit 2019 gibt es das Simulationslabor an der AHS. Die Puppe, an der Clara und Celia heute üben, ist ein neues Modell und hochmodern ausgestattet. Wir haben die Möglichkeit, Zugänge zu legen, zum Beispiel Venenkanülen, periphere Venenkanülen und Infusionen laufen zu lassen und die auch realistisch laufen zu lassen. Dazu haben wir noch die Möglichkeit, zentrale Venenkatheter zu legen. Das sind Katheter, die bis kurz vor dem Herzen liegen. Und das zu simulieren, der Patient kann eine Magensonde erhalten, der Patient kann einen Blasenverweilkatheter erhalten und wir können damit auch eine Urinausscheidung simulieren. Der Patient könnte auch intubiert werden in Notfallsituationen. Das heißt, der Patient könnte einen Beatmungsschlauch eingeführt bekommen und darüber könnte man ihn beatmen. Die jungen Frauen treten selbstsicher auf. Sie sind im vierten Jahr und haben in wenigen Monaten ihr Diplom in der Hand. Dabei war der Start in die Ausbildung alles andere als einfach, denn sie haben in der Corona-Krise begonnen. Während Corona hat man einfach gesehen, dass Menschen auf Pflege angewiesen sind und dass das halt für uns nochmal so ein Kick ist, sage ich mal, dass wir halt noch mehr, dass wir noch mehr für Leute da sein können. Ja, bei mir persönlich auch. Also ich wusste vorher schon, ich wollte eigentlich schon früher anfangen, aber habe einen kleinen Abstecher zum Rettungsdienst gemacht und bin dann nachher erst mitten in Corona auch durch den Rettungsdienst immer noch mehr, ist mir bewusst geworden, was das für ein toller Job ist und dass ich das super gerne mache. Und das waren Herausforderungen, Praktika und vor allem auch Unterricht in Corona, weil wir waren ja von vornherein in den Online-Unterricht reingeworfen worden. Für die Schule war es das erste Mal, für uns war es das erste Mal. Inzwischen wird Patient Frank weiter behandelt. Vitalwerte werden überprüft, Medikamente neu eingestellt. Dabei besprechen sich die beiden immer wieder. Auch wenn beide schon mehrere Praktika hinter sich haben und auch den echten Patientenkontakt kennen, das Üben an der Puppe hat für sie einen Mehrwert. Trotzdem war es komisch am Anfang. Ich glaube, am Anfang war es halt einfach so eine, das heißt nicht Überwindung, aber super ungewohnt, mit einer Puppe zu reden und dass man dann nicht wirklich interagieren kann, weil die können ja jetzt aber nicht Arme heben oder so, das passiert ja nicht. Aber wenn man da einmal sich dran gewöhnt hat, wenn man einmal in diesem Simulieren drin ist, dann wird es auch eigentlich, also fand ich, wurde es immer besser, kann man sich da besser drauf einlassen. Man muss halt einfach einmal wirklich so tun, drin sein, ja. Ja, ob es ein Patient wirklich ein Patient wäre und dann auch so agieren. Und wenn man das einmal drin hat, dann geht das. Ja. Für die beiden angehenden Pflegerinnen ist die Übung jetzt zu Ende. Und sie ist gut gelaufen. Die Dozenten zufrieden und auch vom Patienten kamen keinerlei Beschwerden.